Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Human Resource Machine. Die magische Grenze von Level 10 kommt langsam auf uns zu und wir haben manchmal zwei Lichter und manchmal nur eins. Größe schneller. Wahrscheinlich gab es hier optimalere Lösungen als die, die wir verwendet haben. Wir nehmen jetzt einfach mal Level 10, den verachtfache Raum. Ja, Sie können Ihre Leistung in den Optimierungsherausforderungen jederzeit einsehen. Die beiden grünen Lampen neben den Aufzugsknöpfen sagen Ihnen, wie Sie stehen. Vielen Dank, kannst du meine Gedanken lesen? Gibt es etwas Aufregenderes im Leben, als sich selbst zu verbessern? Multiplizieren Sie jedes Ding in der Inbox mit 8 und legen Sie es in die Outbox. Ganz oft zu addieren ist einfach, aber verschwenderisch. Schaffen Sie es mit nur 3 Add-Befehlen, die Geschäftsführung beobachtet Sie. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Inbox und dann kopieren wir das hier hin. Dann hat sie das einmal im Blick. Acht. Kann ich? Wir sollen es verachtfachen. Eins, zwei, drei. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich muss das dazwischen nehmen, ne? Dann ist das, was wir in der Hand haben, doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach. Das ist nur siebenfach, oder? Wir nehmen die 6, kopieren die hier rein und nochmal mit 6, das sind 12. Haben wir die 6 hier rein kopiert? Moment. Fang mal kurz bitte an. Halt, okay, sie macht die 12 dann dahin. Und kopiert sie mit sich selbst 2, 4, 6. Moment. 8 mal 6 sind 48. Ich würde gerne mal gucken. Das sind 12. Achso, ja. Wir brauchen ja noch einen Jump-Befehl ganz am Ende. Achso, wir müssen es natürlich auch noch in die Outbox packen. Sind das jetzt 8? Wenn sie es da hinlegt, dann hat sie hier 12. Wenn sie es da hinlegt, dann hat sie hier 24. Wenn sie es da hinlegt, hat sie hier 48. Doch, das haut hin. Das müsste klappen. Höchstens 9 Befehle. Und maximal 36 Schritte. Sehr gut. Puh. Subgang. Was zur Hölle ist denn Subgang? Ah, wir machen es einfach mal. Ja, 11. Subtraktion? Ach so. Das habe ich in der Schule nicht gelernt. Sie etwa? Wir bilden ein gutes Team. Nehmen Sie jeweils 2 Dinge aus der Inbox, subtrahieren Sie zunächst das erste vom zweiten und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Subtrahieren Sie danach das zweite vom ersten und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Für alle Paare wiederholen. Sie haben einen neuen Befehl. Er subtrahiert den Inhalt von einer Bodenkarre von dem Wert, den Sie gerade halten. Also erstmal Inbox.
Copy to... Ach Quatsch. Copy to das? Von dem Wert, den wir gerade halten. Was? Es stehen aber auch wirklich nicht die anderen Befehle dabei. Okay, jetzt haben wir diese beiden Kacheln in der Inbox. Wir könnten das aber bestimmt auch einfacher machen. Weiß ich nicht genau. Ich bleibe jetzt erstmal bei dieser komplizierten Version. Subtrahieren Sie zunächst das erste vom zweiten. Also copy from... Er subtrahiert den Inhalt einer Bodenkachel. Also müssen wir copy from das hier und sub 1, oder? Sub 0, meine ich doch. Oder? Okay. Dann soll der Spaß in die Outbox. Und dann copy from, genau andersrum, ne? Dann copy from 0 quasi. Und Sub 1. Und der Spaß auch in die Outbox. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich hoffe es doch. Wir probieren es mal. Hier ist ein Schritt quasi doppelt drin. Ich weiß gar nicht, ob der so notwendig gewesen wäre. Weil sie hat ja schon die Kachel in der Hand. Also ich denke, hier bekommen wir einen Punktabzug. Genau. Das ist das, was ich erst meinte. Aber ich bin nicht so heiß darauf, das hundertprozentig zu lösen oder irgendwas. Bloß an dieser Stelle, als sie die Kachel hält und die zweite Kachel drüber macht, hätten wir um einen Schritt kürzen können. Okay, dann ver40-fache. Ach du Scheiße. Nehmen wir erstmal Level 12. Welch ein wunderbares Gefühl, wenn sich die ganze Arbeit in der letzten Jahre zusammenfügt und zu einer gut ausgeführten Aufgabe verschmilzt. Multiplizieren Sie jedes Ding in der Inbox mit 40 und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Das müsste ja so ähnlich funktionieren wie beim letzten Mal, dass wir sagen, Inbox kommt... Na, warum will ich das mal dahin stecken? Copy to das. Dann addieren wieder das hier. Halt, funktioniert das überhaupt? Kleinen Moment. Das... Ver40-fachen. Ich glaube, das ist rein grundsätzlich gerade schon richtig. Ich mache jetzt mal kurz... So, dann nehmen wir das mal mit der 5. Sie legt die 5 hier ab und addiert 5 dazu. Das sind 10. Achso, wir müssen auf 200 kommen. Dann legt sie die 10 hier hin, dann haben wir 20. Dann hat sie hier 40. Dann hat sie hier 80. Und hier hat sie... 160. Brauchen aber 200. Selbst wenn ich alle Felder benutze. Also muss ich mehr Add-Befehle benutzen. Das heißt, wenn sie die 5 hier reinlegt, holt sie die 10 hier raus. Dann 10, 20. Grundsätzlich könnten wir hier Haufen Add-Befehle reinhauen, ne? Kann ich die? Ah ja. Wir probieren das mal so. Wie schon gesagt, die 5 haut sie hier rein. Addiert sie mit sich selbst, hat sie 10. Sie haut die 10 hier rein. Addiert sie mit sich selbst, hat sie 20. Haut die 20 hier rein.
addiert sie mit sich selbst. Das können wir eigentlich noch machen. Addiert sie mit sich selbst. Hat sie 40. Da steht ja dann... Steht dann 20 da drin? Ja, ne? Moment, das können wir anders machen. Ich habe doch gesagt, dann haben wir hier hinten 160, ne? Dann können wir... Okay, nochmal zum Checken, oh Gott. Sie nimmt die 5, haut die hier hin. Das sind 10. Legt die hier hin. Hat sie 20. Haut sie hin, hat sie 40. Haut sie hin, hat sie... Bei der 2 hat sie 40, ne? Haut sie hin, hat sie 80, 160. Und dann kannst du nach dem hier eigentlich nochmal das adden. Und dann... Achso, du musst ja noch die Outbox. Und das Ganze machst du so lange, bis alles vorbei ist. Kann das hinhauen? Stopp! Das war zu wenig. Warum? Warum hat das nicht hingehauen? Ich möchte nochmal zugucken. Es sind 12. 24. 48. 96. 24. 240, nicht 216. Zweimal ein 2. Das sind jetzt bestimmt wieder viel, viel mehr Schritte, als man eigentlich bräuchte. Ich finde es aber gut, dass er sofort das Ergebnis als falsch ankreidet, wenn es denn falsch ist. Ja, die 0. Jetzt haben wir wieder viel, viel mehr Schritte gebraucht, als wir bestimmt eigentlich... Einen mehr? Okay. Na gut. Falls ihr übrigens Ideen habt, wie man das Ganze hätte verkürzen können oder sonst irgendwas, haut es mir furchtbar gerne in die Kommentare. Ich meine, wir können es zwar nicht mehr ausprobieren, nicht mehr direkt, aber wir können es in Gedanken durchspielen. Oh Gott, wie viel... Oh Gott. Hier stehen gar keine Zahlen mehr dabei. Warum nicht? Weil sie immer erst kurz vorher auftauchen. Aber ich bin froh, dass wir Level 10 überstanden haben, denn das war schon für manche die erste Hürde. Der Ausgleichsraum. Ach du Scheiße. Probieren wir das mal im Jahr 13. Ein Unglücksjahr. Manchmal sind manche Zahlen größer als andere Zahlen. Und manchmal sind sie gleich. Wie können wir das herausfinden? Das habe ich aus diesem herausragenden Buch. Welche Zahl sind sie für die aufstrebende Null? Sie können es sich bitte ausleihen. Hallo Welt. Hello World. Oh, wie süß. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox. Wenn sie gleich sind, legen Sie eines in die Outbox. Verwerfen Sie nicht gleich... nicht gleiche Paare wiederholen. Sie haben Kommentare erhalten. Die können Sie dazu nutzen, Teil Ihres Programms zu kennzeichnen, wenn Sie möchten. Okay. Finde ich cool. Wir machen sie erstmal weg. Das irritiert mich. Gleiche Paare. Ich gehe gerade davon aus, wenn man das eine vom anderen abzieht, müsste ja immer 0 rauskommen, ne? Also quasi Inbox. Copy to das da.
Nochmal Inbox. Copy to das da. Und dann müsste man eigentlich Copy from dem nehmen und das so nehmen. Und dann ein Jump if Zero. Und wenn es Zero ist, wenn es kein Jump ist, machst du den ganzen Kram nochmal. Und wenn es Zero ist, dann kopierst du diese Zahlen und legst sie in die Outbox, oder? Und das machst du halt so lange, bis das alles wieder leer ist. Kann das hinhauen? So, du nimmst die 6, legst die rein, dann legst die 3 rein. Es ist wieder ein unnötiger Schritt dabei. Wartet mal, wir können den unnötigen Schritt rausnehmen. Sie geht in die Inbox, legt es in die 1, legt es in die 2. Sie hat ja dann noch was in der Hand, also kann sie eigentlich subtrahieren von der 0, oder? Das müsste doch dann auch. Sie legt die 4 hin, sie legt die 9 hin und subtrahiert das und merkt es. Dann die 1. Okay, das müsste es doch eigentlich sein, oder? Puh! Nutzen Sie höchstens 9 Befehle. Was? Wie sollte man jetzt noch einen Befehl da rauskürzen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt drauf, was ihr sagt. Ah, ach so, doch nicht. Ich habe jetzt gehofft, dass sie mir sagt, was die optimale Lösung gewesen wäre. Oh, wir haben schon bald wieder sowas wie eine Kaffeepause oder so. Aber wir machen... Oh nein, die Folge ist auch schon wieder vorbei, wie ich gerade sehe. Oh Gott, ich habe bloß 3 Level geschafft in dieser Episode. Naja, bitte euch nicht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder dabei seid. Bei Let's Play The Human Resource Machine. Bis dann. Tschüss.